Oh nein, wie süß ist das Kleid? Ich glaube, ich fange jetzt mal mit diesem Body hier an. Finde ich sehr, sehr schön. Ganz cool. Ich weiß nicht, ob das blöd war. Strick, kein Strick. Das fällt ganz cool. Ich dachte, das wäre ein komplett anderer Strick. Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein komplett anderes Format, was es bestimmt schon hier auf YouTube gibt. Aber noch nicht hier auf meinem Kanal. Ich habe mir nämlich in der letzten Zeit ein paar Gedanken gemacht, was könnte ich denn jetzt nicht ganz Neues machen. Also meine Themen bleiben weiterhin Fashion und Lifestyle, das mögt ihr ja auch total und das mag ich total. Aber ich wollte gerne mal so ein paar andere Formate ausprobieren. Habe mir so ein paar Gedanken drüber gemacht, auch ein bisschen mit Jan drüber gesprochen und kam mir die Idee einfach, weil ich euch auch total gerne beim Shoppen... Jetzt kommt die Sonne raus. Es tut mir leid, diese Lichtverhältnisse werden heute, glaube ich, ganz irre werden, weil die Sonne kommt und geht die ganze Zeit. Also wie gesagt, habe ich mir so ein paar Gedanken drüber gemacht und wollte euch sehr, sehr gerne auch beim Shoppen mal so ein bisschen mitnehmen. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen auch so ein bisschen damit inspirieren, wie ich nach Sachen schaue. Und allgemein wollte ich eigentlich auch gerne mit euch mal so richtig in den Store gehen und shoppen. Aber das ist nicht so einfach hier, weil ich zum Beispiel gerne zum Zara gehen wollte, weil da gerade aktuell so tolle Sachen sind. Aber dafür müsste ich nach Düsseldorf fahren, was nicht das Problem ist, weil es ist hier direkt in der Nähe. Aber es ist da unfassbar voll und ich weiß auch nicht, ob ich damit klarkommen würde zu filmen. Mit der ganzen Überforderung da, dass da so viele Leute sind. Ich bräuchte dann definitiv wahrscheinlich eine zweite Person. Und ich mag es auch einfach nicht, in einen Store reinzugehen und da ist es unfassbar voll. Da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Deswegen habe ich dann einfach überlegt, mit Jan zusammen, dass ich einfach online mit euch shoppe. Ich habe jetzt hier meinen Laptop parat und werde jetzt mit euch zusammen ein bisschen online shoppen, bei Zara, bei H&M, je nachdem, was man so findet, wo ich gerade Bock habe. Ich hoffe, ist das hier zu sehen die ganze Zeit? Ne, ich glaube nicht. Okay, gut. Hier ist nämlich mein Dufterfrischer, den ich geschenkt bekommen habe. Der riecht sehr gut. Anderes Thema jetzt. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal zusammen shoppen. Werde euch das hier auch komplett einmal aufnehmen, damit ihr das Ganze natürlich auch sehen könnt. Ich zeige euch natürlich dann am Ende auch noch, wie die Sachen aussehen, getragen, wenn das Ganze dann angekommen ist. Also es wird auf 2 Tage quasi verteilt sein. Kann sein, dass ich irgendwie anders aussehe. Aber ich muss natürlich warten, bis die Klamotten da sind. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen zu machen. Überlegen, wie ich das Ganze mache. Und dann fangen wir auch schon an. Okay, ich habe jetzt überlegt, dass ich einfach mich klein mache. Ihr werdet mich trotzdem sehen und hören. Und ansonsten der Rest halt mit dem Bildschirm. Und da werde ich auch direkt jetzt mit der Aufnahme starten. Wir starten jetzt direkt bei Zara. Ich habe nämlich gerade richtig Bock, da mal rumzustöbern, was die so Schönes haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade kurz einen Test mache, ob es wirklich aufgenommen hat, aber eigentlich habe ich schon einen Test gemacht. Egal. Hier oben seht ihr jetzt auch ganz, ganz viele andere Tabs, weil ich nach einer Kommode schaue. Kommode schaue. Weil die aktuelle einfach nicht so wirklich Sinn macht, weil da auch kein Stauraum ist. Aber das ignorieren wir jetzt einfach. Wir starten jetzt mal direkt mit Zara. Bin sehr gespannt, was es denn so Neues gibt. Also zuerst gehe ich immer aufs Neue. Also auf die News, einfach um zu schauen, was gerade aktuell neu drin ist. Es sieht auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr bunt aus. Oh nein, wie süß ist das Kleid. Okay, irgendwie I love it. Ich mag's voll. Das ist schon irgendwie süß, ne? Packen wir das doch jetzt einfach mal auf meine Liste. Das kostet mich anmelden. Ich packe es erstmal in den Warenkorb. Auf meinem Handy bin ich angemeldet. Nehmen wir mal S. Okay, perfekt. Es sieht für mich ganz schön bunt aus. Sehr. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich habe mein Fenster auf, warum auch immer ich das gemacht habe. Oh, zu dem Oberteil. Oh, das ist so schön. Da muss ich noch was sagen. Ich habe 2 Sachen bestellt. Die noch ankommen, die werde ich euch einfach auch hier in diesem Video zeigen, weil das sind 2 Sachen auch von Zara. Unter anderem so ein ähnliches Oberteil, nur in schwarz. Das ist tatsächlich in meiner Größe noch da gewesen. Deswegen habe ich sofort bestellt, auch die Jacke, weil die Sachen super schnell ausverkauft waren und immer wieder reingekommen sind. Und dann waren die immer ganz schnell weg und deswegen habe ich die Chance genutzt und habe es direkt bestellt. Das zeige ich euch dann aber auch hier in dem Video. Ist so ähnlich wie das hier, vielleicht sehen wir das ja gleich sogar auch. Dann könnt ihr das so schon mal sehen, aber ansonsten seht ihr das hier im Endeffekt. Videos. Das Kleid ist super schön.
Brauche ich das? Ich weiß es nicht. Brauchen das sowieso relativ. Oh ja. Ich weiß nicht, warum ich sowas nicht vorher schon hatte. Die sind so toll. Ich glaube, ich bestelle mir mal einen schwarzen. Also Hosenröcke, absolute Empfehlung. Das ist der Wahnsinn. Also ich weiß nicht, warum ich das nicht vorher schon ausprobiert habe. Wow, was ist das für ein Schuh? Oh, das Oberteil ist süß. Das ist so, so schön. Lass uns mal schauen. Ich pack mal rein. Das ist wirklich mega, mega schön. Oh, mit so einem, oh mein Gott, mit einem Hosenrock. Dieses Oberteil. Ach, wunderschön. Okay, das bleibt mir im Bankkorb. Wie teuer ist denn der Spaß? Ich sehe gar nichts ohne meine Brille. Ich sehe halt gar nichts ohne meine Brille tatsächlich. Also die Preise nicht, weil das total klein ist. Das ist auch süß. Boah, das ist schon cool, ne? Für den Sommer, oder? Ja, genau. So ein ähnliches habe ich mit Schwarz geholt. Oh, ich bin so gespannt, ob das gut an mir aussieht oder nicht, weil das weiß ich nicht. Also mit solchen Tops könnt ihr echt nichts falsch machen. Ich glaube, ich schaue auch gleich nochmal nach ein paar Basics. Weil ich finde die Basics von Zara, die sieht einfach aus wie in Paris. Ich glaube, das ist sogar in Paris. Finde ich einfach klasse. Also da kann man echt nichts falsch machen. Ich weiß jetzt gerade irgendwie nicht, ob ich den Hosenrock besser finde als den anderen. Ich habe den jetzt mal reingetan noch und am Ende schauen wir dann mal, welcher besser ist. Also ich muss da sagen, dass ich pink... Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich immer mehr damit anfreunde. Das ist okay. Ich finde es aber so wirklich mega, mega schön. Aber an mir ist halt immer das Problem. Ich finde es an anderen so toll. An denen, die ich das gesehen habe, fand ich das jetzt immer schön. Die Brille ist mega, mega schön. Ja, die packen wir auch mal rein. Finde ich auch ganz cool. Da ist dieses wunderschöne Oberteil. Genau das habe ich mir bestellt. Ich bin so gespannt. Ich bin richtig gespannt, wie das sein wird. Ich finde es so crazy, dass einfach diese Zeit jetzt wieder voll im Trend ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal tragen will, werde oder so. Allein diese Low-Waist-Hosen hätte ich nie von mir gedacht. Das ist Wahnsinn, wie sich das ändern kann. Also auch der Geschmack und dass man dann doch irgendwie sich überzeugen lassen kann, dass es doch einem ganz gut gefällt. Okay, bei den Kleidern hat mich jetzt nichts so wirklich ganz krass umgehauen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal bei ein paar Basics, bei Oberteilen. Vor allem möchte ich mal nach Bodies schauen. Ich habe nämlich bei Caro gesehen, die hat so einen richtig, richtig schönen Body gefunden. Mit Trägern. Der sah wirklich sehr, sehr schön aus. Ist wahrscheinlich schon längst ausverkauft. Aber wir schauen jetzt trotzdem mal, ob wir da was finden. Ich weiß gar nicht, ob das der ist. Ne, die hat einen krasseren Ausschnitt. Auch sehr hübsch, aber ich glaube, ich würde da auch eher sicher einnehmen mit größerem Ausschnitt. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, ich glaube, das ist der. Ich finde den super. Oh. Ich packe jetzt einfach mal M rein, schaue aber gleich mal, was ich bei den anderen immer genommen habe, die ich von Zara habe. Blöd oder nicht? Ist das der? Tatsächlich. Gibt's das nicht? Ich dachte, der wäre komplett ausgekauft. Nicht der Farbe super. Was nehme ich denn jetzt hier? Ich packe jetzt einfach mal was rein und dann gucken wir am Ende einfach, was für eine Größe ich da überhaupt benötige. Aber ihr seht, diese Basics sind... Ich kann euch die Basics von Zara wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich bin damit so, so zufrieden. Auch die T-Shirts jetzt, nicht nur die Bodies. Okay, wir schauen jetzt nach langen Oberteilen, die aber so durchsichtig sind. Ich stehe da total drauf. Mal schauen, ob wir da was finden hier bei Zara. Die scheinen ja durchsichtig zu sein, oder? Erinnere ich mich jetzt gerade. Das ist eine sehr schöne Farbe. Packen wir mal rein. Wir schauen am Ende jetzt nicht nur wegen den Größen, sondern auch, was ich wirklich noch behalte oder nicht. Beziehungsweise, was heißt behalten? Bestelle und dann anprobiere. Gut, ich glaube, das war's jetzt erstmal hier bei Zara. Ich weiß noch nicht, ob ich woanders schaue. Wir gucken uns jetzt mal an, was ich hier alles... Das ist vergriffen. Toll. Was ist denn das? Der Hosenrock. Okay, das ist nicht so schlimm. Hosenrock. Ja, das ist so super. Nehmen wir direkt S. Keine Ahnung, warum die das immer doppelt und dreifach alles eh schon haben.
Okay, also ich glaube, den packe ich jetzt raus. Ja, den muss ich leider ja auch rausholen, weil der ist ausverkauft. Dafür habe ich jetzt den anderen. Dann einmal dieses Oberteil hier. Die beiden Bodies. Der Rock. Ja, ich glaube, das werde ich auf jeden Fall so lassen und bestellen. Und überlege jetzt noch, ob ich woanders schaue. Ansonsten bleibt es erstmal dabei. So, ich hatte jetzt gerade erstmal einen absoluten Husteranfall. Naja, ich werde jetzt die Sachen bestellen. Ich schaue jetzt noch kurz, was ich bei den Bodies brauche, ob S oder doch M. Dann bestelle ich die ganzen Sachen und dann sehen wir uns für euch in ein paar Sekunden, für mich in ein paar Tagen, wenn die ganzen Sachen angekommen sind. Und dann zeige ich euch das Ganze. Wie gesagt, werde ich euch jetzt auch noch ein paar Sachen zeigen, die ich schon vorher bestellt habe, die auch zum Beispiel von Zara sind. Weil ich hätte die euch sowieso irgendwo gezeigt, ob jetzt auf Instagram oder so. Dann könnte ich euch das auch jetzt hier direkt zeigen. Und vielleicht finde ich jetzt noch ein paar Sachen, aber das, was ihr auf jeden Fall jetzt gesehen habt, das werde ich auf jeden Fall bestellen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. So Leute, es ist jetzt der Tag angebrochen. Jetzt werde ich euch die Sachen zeigen. Es ist jetzt alles angekommen. Ich bin so gespannt auf die Teile. Wie ihr gerade wahrscheinlich merkt, bin ich in einer komplett anderen Location. Denn ich bin bei meiner Mama. Die wird jetzt auch gleich so ein bisschen mich beraten. Da könnt ihr auch ihre Meinung hören, wie sie die Bestellung so findet, was sie behalten würde, wo sie sagt, nee, auf gar keinen Fall. Oder vielleicht sagt ihr sogar, alles ist toll, cool aus. Werden wir schauen. Oh, sie hat gerade Snoopy auf dem Arm. Süß. Hier ist auch die kleine süße Martin. Könnt ihr sie sehen? Süß. Okay, ich würde sagen, wir starten direkt. Und ich werde jetzt mal die Kamera hier abstellen. So Leute, ich habe jetzt mal hier alles wunderschön aufgehangen. Ich wollte es auch schon öfter mal machen, weil ich das immer ganz toll finde, wenn die Leute das machen, wenn die so ein Haul machen oder so, weil das einfach total schön aussieht und man halt vorher schon so ein bisschen die Farben erkennen kann. Und dass ich das Ganze natürlich so ein bisschen aushängen kann auch. Also danke an meine Mama an der Stelle, weil das ist ihr Kleiderzimmer hier. Kleider, ich sagte mal, ein Kleiderzimmer, genau. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht, mit was ich anfangen soll. Ich finde jetzt schon am ersten Blick so, dass alles super, super schön aussieht. Gefällt mir gut, bis auch bei dem Rock, da muss ich schon feststellen, also bei dem langen Rock hier, dass es nicht der Stoff ist, den ich wollte, aber dazu später mehr. Ich glaube, ich fange jetzt mal mit diesem Body hier an. Ich finde den auf dem ersten Blick schon ganz schön. Sehr stretchy, fühlt sich auch gut an. Erinnert mich total an das Set, was ich von Zara habe, mit der Radlerhose und dem Oberteil dazu, mit dem Tassen und Top, was ich im Sommer vor 2 Jahren und auch letztes Jahr super oft getragen habe. Also bei der Qualität muss ich sagen, dass es besser ist als bei dem Set, was ich von Zara habe, mit der Radlerhose und dem Oberteil. Weil bei der Radlerhose und dem Oberteil ist es halt so, wenn du einmal mit dem Ring oder so rankommst und irgendwie hängen bleibst, sofort ist da die Naht locker oder man reißt sich da irgendwas. Bei dem fühlt sich das alles ein bisschen besser an. Ich habe jetzt hier 2 Größen bestellt, weil ich echt unsicher war. Ich lasse hier jetzt XSS. S und M habe ich noch in den Karton. Ich habe jetzt mal eins aufgehangen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher M wird, also S und M, weil das sieht hier ganz schön klein aus. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde das sehr, sehr schön. Was ich schade finde, ist, dass die hier keine Knöpfe haben. Das heißt, man kann das jetzt, wenn man aufs Klo möchte, nicht so easy aufmachen, sondern man muss es komplett ausziehen. Was aber jetzt auch nicht so dramatisch ist, aber das finde ich immer so ein kleiner Pluspunkt bei den Bodies, wenn die halt unten diese Knöpfe haben. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Das ist jetzt das Oberteil bzw. der Body in SM. Perfekt, weil sonst tut das unten echt extrem weh und das ist generell dann auch nicht so extrem eng. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Sehr schöner Stoff, was sagst du? Ich habe jetzt Ja. keine Nippelpads an, sondern ein BH, das sieht man, glaube ich, hier ein bisschen. Cooles Basic-Teil, ne? Ganz, ganz toll zu Jeans in jeder Art und Weise. Ich finde auch, weil in diesem Jahr wird auch ein bisschen dieses rauchige Blau-Maritim mit weißer Hose und Sneakern ganz aktuell mit so ein paar Highlights in den Sneakern in der Farbe, finde ich sehr, sehr schön. Nee, dafür. Das ist Polyamid, also Vorsicht bei Knötchenbildung, aber Ach so, ja, stimmt. das ist trotzdem, Ja, wenn man jetzt hier schon sieht. es ist ein sehr festes, schönes Material. Da ist sehr viel Elastan drin. Das passt sich der Figur sehr, sehr gut an. Denke ich, ja. Was starten wir da weiter? Ich habe jetzt richtig Bock, meiner Mama dieses Auto, was sie gestern im Kopf hatte, zu zeigen. Sie meinte schon, dass sie das hier ganz schön findet. Sie steht ja auf sowas. So halt vor allem besondere Sachen. Eigentlich muss man das so machen, das fällt mir gerade auf. Egal. Ich wollte das nämlich unbedingt, wie ich euch schon gesagt hatte, mit so einer. Einem Hosenrock. So. Rocken.
genau, anziehen und dann so. Ich bin gespannt, ob das passen wird, ob es mir gefallen wird. Ich habe sogar den Hosenrock nochmal in 2 Größen bestellt, weil ich leider da auch unsicher war. Ich glaube auch, dass ich das eher M besser ist, wegen den Becken, Hüften, wie auch immer. Ich werde jetzt einfach mal M ausprobieren und dann dieses Oberteil anziehen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es halt jetzt schon echt mega schön. Ich weiß nicht, ob das krass durchsichtig ist, doch so ein bisschen. Aber der Hosenrock fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich werde es jetzt mal anprobieren und zeige ich euch das Ganze. So sieht jetzt das Outfit komplett aus. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt alles ganz gut sehen. Also der Hosenrock ist perfekt, sitzt super gut. Tatsächlich eine M. Es hätte gar nicht gepasst, ich hätte es gar nicht zubekommen. Ich muss nur sagen, dass es so, wie ich mir das vorgestellt habe, doch gar nicht so funktioniert, weil es einfach hier so vom Schnitt her komplett gleich ist. Gar nicht drüber nachgedacht, aber mit einem geraden Rock oder so würde das extrem schön aussehen. Also ich glaube, man versteht, was ich versuchen wollte zu kombinieren. Ich finde das echt richtig schön. Ich bin jetzt gespannt, was meine Mom dazu sagt. Also was sagst du dazu? Also das Oberteil ist, um mal Kamgeist zu zitieren. Der Burner. Also sehr schön. Dazu muss man sagen, Polyacryl, ne? Man schwitzt sehr doll da drin, aber es ist wunderschön, es ist sehr schön geschnitten. Ich würde dazu einen ganz engen Bleistiftrock, einen kurzen Minirock anziehen oder einen langen. Lang finde ich auch ganz schön. Einzeln finde ich gut. Auch der Hosenrock ist sehr schön. Finde ich sehr schön, dass das vorne so ein bisschen runter geht. Mhm. Sehr schön verspielt, toll. Zieh doch mal dieses graue Top dazu an, zu dem Hosenrock. Das denke ich, würde anders sein, ja. Ja, okay. Okay, das nächste ist dann jetzt einfach dieses graue Oberteil. Ich hoffe, man erkennt das überhaupt. Das ist einmal dieses Durchsichtige, was ich total schön finde. Da habe ich auch ein weißes von. Mesh. Und ich fand das Grau sehr schön, weil das auch so Mesh-Optik. Genau. Meine Mom weiß Bescheid. Ich finde das wirklich sehr schön, hat auch einen Stoff, würde ich sagen. Ich probiere das jetzt mal. Ich habe jetzt hier S genommen. Mal schauen, ob es passt. Wir werden sehen. So sieht jetzt das Oberteil getragen aus. Ich muss echt sagen, es gefällt mir extrem gut. Vor allem jetzt mit dem Hosenrock. Mit der Hose und dem Hosenrock. Finde ich das echt richtig schön. Ich kann mir das auch mit einem weißen Rock vorstellen, einem weißen BH oder so. Aber jetzt passt natürlich das Schwarze echt richtig gut zu dem Rock. Love it. Okay, meine Mom ist jetzt gerade hier an der Tür. Was sagst du dem Oberteil? Hast du das so vorgestellt? Ich finde es super. Ich finde es richtig gut. Ja. Diese Mesh-Optik oder dieses Blick, eigentlich blickdicht und doch nicht blickdicht. Also ich finde das sehr schön. Ich finde, es passt auch super zu dem Rock. Ich stelle mir dann jetzt noch so hohe Stiefel vor oder ganz crazy halt so eine Cap und Sneaker. Finde ich auch ganz gut im Sommer. Kann ich gut vorstellen, ja. Ich hätte gerne längere Ärmel, weißt du? Nee, die sind schon sehr lang. Ich finde, das reicht. Ja. Dann müsstest du noch so ein Loch da drin haben, damit der Daumen da rein. Ich könnte jetzt nochmal hoffentlich die Struktur so ein bisschen sehen. Ich finde das echt mega, mega hübsch. Love it. Next one ist jetzt einmal dieses wunderschöne Jäckchen. Ich finde das echt mega schön. Ich habe das so oft auf Pinterest gesehen. Aber es war immer wieder ausverkauft und dann plötzlich gab es noch S und M. Habe ich mir sofort bestellt. Ich glaube aber, dass das M besser ist. Deswegen habe ich jetzt M hier auch aufgehangen, weil das Ganze dann noch ein bisschen größer ist und ich mag ja auch, wenn die Arme ein bisschen länger sind. Ich schaue jetzt mal zu dem Hosenrock, ob das Ganze gut aussieht oder nicht. Bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich wollte aber eigentlich, um ehrlich zu sein, die andere Jacke haben, wo das halt dunkelblau-weiß ist. Das ist halt eher weiß und dunkelblau. Also ich wollte das eigentlich komplett andersrum haben. Die gibt es aber jetzt gerade aktuell gar nicht mehr. Die wurden nicht mal angezeigt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gedacht, okay, probier das. Aber wenn es doch nicht so deins ist, dann lassen wir das natürlich. Aber ich wollte es jetzt trotzdem gerne ausprobieren. Ich habe mir gerade einfach die Kleider wieder ins Gesicht gehauen. So sieht jetzt die Jacke aus. Ich muss echt sagen, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem, weil das hier unten so ein bisschen enger ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, M genommen. Größer würde ich das Ganze jetzt auch nicht nehmen, weil ich das eigentlich so ganz gut finde. Die Ärmel sind irgendwie auch super schön lang, was ich da gut finde. Farbe ist sehr schön, aber
Ich finde es schwierig, ob ich denn nicht doch eher das andere schöner finde. Ich bin jetzt gespannt, was meine Mom dazu sagt. Sie meinte jetzt gerade schon, als ich vorbeigelaufen bin, dass sie das gar nicht mal so schlecht findet. Sie meinte nett oder wieso. Ich glaube, dazu könnte man auch so ein paar gute Ruhe nichts anziehen oder so. Okay, wir werden uns jetzt mal anhören, was meine Mom zu sagen hat. Okay, Mama, was sagst du zu dem Jäckchen? Okay. Kurz noch, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, es gäbe das eigentlich auch anders, was ich schöner finden würde irgendwo ein bisschen. Das heißt dunkel und weiß. Also dunkelblau und dann, ja. Nee, finde ich genau richtig. Mein erster Gedanke und mein erster Impuls war, College. Stell dir eine Basecap vor und ein Hemd darunter, so ein Oversized-Hemd, finde ich ganz gut, ganz lang. Eigentlich ein Oversized-Hemd ohne irgendetwas anderes und nur die Jacke so da drüber geshoppt. Dann so eine Basecap und Sneaker, finde ich cool. Oh, der fühlt sich gut an. Der fühlt sich sehr gut an. Ja? Ja, was ist das für ein Mischgewebe irgendwie? Viskose. Viskose ist immer. 53%, 27% Polyester, 20% Polyamida. Nee, also Viskose ist auch vom Basic her Baumwolle sehr gut. Wirst du nicht so ein Peeling haben wie bei anderen Sachen, ne? Also so Knötchenbildung. Also fühlt sich sehr gut an. Für mich fühlt sich's gut an. Dann haben wir jetzt einmal noch die Sonnenbrille, die ich echt mega schön finde, auch von den Farben her. Ich bin jetzt nur gespannt, ob es mir steht. Okay, das Sessel ist jetzt ab und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze steht. Was sagst du? Klar. Echt? Ja. Ich kann es halt leider gar nicht sehen. Die Kreolen sollten ein bisschen größer sein. Mit dem Dutt finde ich richtig gut. Du hast ein wunderschönes Gesicht, aber ich bin deine Mom. Ich bin da befangen, also sorry. Okay, schau mir das jetzt mal im Spiegel an. Hier könnt ihr das Ganze jetzt nochmal sehen. Ich zeige euch die Brille auch gleich nochmal im Nahen. Ich sehe halt wirklich gar nichts. Wirklich nichts, deswegen schauen wir jetzt mal. Also ich muss sagen, ich habe mir das jetzt mal angeschaut im Nahen. Ich finde die echt mega geil. Hätte ich nicht erwartet, dass mir das steht. Ich glaube, diese Art von Sonnenbrillen bzw. diese Form werde ich mir jetzt mal öfter anlegen. Öfter anlegen, als hätte ich nicht genug Sonnenbrillen. Aber ich kann halt mittlerweile wirklich nur noch Sonnenbrillen tragen mit Kontaktlinsen, weil es ist einfach mega, mega teuer, sich eine Brille zu machen mit Stärke. Und ich habe halt schon zwei machen lassen, die mir einfach jetzt gerade aktuell gar nicht gefallen. Plus meine Stärke ist sowieso schlimmer geworden, von daher ziehe ich das Ganze noch mit Kontaktlinsen an. Das ist sowieso besser. Frühling und im Sommer mag ich sowieso lieber ohne Brille, also ohne meine normale Brille. Aber die ist echt mega, mega schön. Okay, hier könnt ihr es jetzt nochmal nachsehen, die ist echt mega schön. Ich werde euch natürlich übrigens alles in der Infobox verlinken, was ich euch jetzt gerade hier zeige. Also schaut gerne in der Infobox vorbei, falls euch das eine oder andere Teil gefallen hat und ihr gerne mal das euch anschauen wollt oder nachschauen wollt. Ich habe jetzt richtig Bock auf dieses Kleid hier und deswegen werde ich jetzt das Kleid anziehen. Es ist wunderschön, es ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig für mich und ich glaube auch für alle anderen. Meine Mama meint schon dazu, dass es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil ich sowas halt echt eigentlich nie trage. Aber ich fand das irgendwie voll süß und ich weiß nicht, ich habe es gesehen und habe sofort am Frühling gedacht, deswegen möchte ich das jetzt mal ausprobieren, ob es mir steht, ob es was für mich ist, ob ich mich damit auch irgendwie wohlfühle oder nicht. Es ist Gott sei Dank jetzt nicht so krass bunt, aber die Farbe grün ist ja sowieso voll meins und es fühlt sich so toll an. Es ist so, so schön. So sieht jetzt das Kleidchen angezogen aus. Ihr könnt das jetzt leider nicht komplett sehen. Aber es geht nur bis zur Wade. Also es hat eigentlich eine ganz nette Länge. Also meine Mama sagt auf jeden Fall schon nein. Weil sie findet, das sind nicht meine Farben. Also diese Kombi von Creme und Grün. Weil ich auch relativ blass bin. Auch wenn ich Farbe hätte. Ich finde es halt schwierig. Also ich fühle mich jetzt nicht ganz so wohl. Ich glaube irgendwie, wenn das so wäre, wäre das ganz gut. Weil hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist hier so. Das fällt ganz komisch. Wäre das ein bisschen enger, wäre das, glaube ich, ein bisschen besser. I don't know. Naja, also ich glaube, das wird leider doch nicht so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Schade. Was ich halt auch ganz komisch finde, dass es die ganze Zeit so schief ist. Stell dir das mal umgekehrt vor. Stell dir mal vor, das wäre grün mit hellen Blüten. Wäre was ganz anderes bei deinem Ton. Ja, aber das gibt's nicht. Ja, aber. Also, du sagst, achte darauf, dass die stärkere Farbe, die präsentere Farbe auf jeden Fall das buntere ist.
Ja, wenn du so hell bist noch und selbst wenn du gebräunt bist, also dir stehen starke Farben besser als zarte Farben. Siehst du das hier hinten? Das ist viel nah zu hässlich, komisch. Nee, das ist total verschnitten. Das ist Komisch. von wem ist das? Von Zara oder was? Ja, auch. Ja, das Das da hat hier so eine ganz komische Naht, deswegen sieht das die ganze Zeit auch schief nee, aus. das ist fürchterlich geschnitten. Jetzt kommen wir zu dem absoluten Lieblingsteil von mir. Ich bin so gespannt, wie das sein wird. Oh, lecker. Also, ich habe halt die ganze Zeit auf meine Größe gewartet, weil ich weiß nicht, ob ihr das Oberteil kennt, aber auf TikTok ist es einfach so viral gegangen und ist halt immer noch. Das gibt es auch noch in diesem Grün, das, was ich euch ja gezeigt habe, aber halt mit langen Ärmeln. Ich würde aber das Schwarze gerne haben, weil ich das total schön finde. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich was für mich ist. Findest du eigentlich ganz süß? Ich habe jetzt Größe M genommen. Ich weiß nicht, ob das blöd war, aber es gab halt kein S. Ich habe jetzt einfach das genommen, was schnell ging. Und ich habe immer so das Ding, dass ich immer S oder M benötige. Muss man halt immer wieder schauen. Das ist hier gerade ganz komisch, aber auf jeden Fall werde ich das jetzt mal ausprobieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Ich finde es halt einfach wirklich unfassbar schön. So sieht jetzt das Oberteil getragen aus. Ich finde, das passt jetzt alles mit der Jeanshose überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt nichts anderes, was jetzt einigermaßen dazu passen würde. Ich finde es aber extrem schön. Es ist halt komplett durchsichtig, also BH macht jetzt gar keinen Sinn. Einfach am besten Nippelpads tragen, wenn ihr euch das auch anschaffen wollt oder so, weil ich hatte das an und man hat einfach echt alles gesehen. Also es hat gar keinen Sinn gemacht. Ich glaube aber, dass eine S ein bisschen besser wäre, vor allem hier. Ich versuche eine S noch zu bekommen, ansonsten bleibe ich bei der M und versuche das irgendwie zum Schneider zu bringen oder so, weil es ist wirklich super, super schön und sehr, sehr schöner Stoff, einfach so richtig duftig. Leicht, ich finde den Schnitt sehr, sehr schön. Also ich finde das Oberteil echt sehr, sehr süß. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Teilen. Einmal dieser Rock hier und dann einmal diesen Body hier. Bei beiden Teilen habe ich jetzt schon noch was zu meckern, weil ich ein bisschen enttäuscht bin, aber ich habe auch nicht richtig gelesen, vor allem bei dem Rock. Ich dachte, das wäre ein komplett anderer Stoff, ein leichter Stoff. Und das ist jetzt einfach komplett so strick. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht, deswegen werde ich den auf jeden Fall zurückgeben, weil das wollte ich einfach nicht. Ist aber eigentlich auch ganz süß. Kann ich mir gut im Herbst vorstellen, aber für den Frühling ist es jetzt gar nichts für mich. Und bei dem Body, das zeige ich euch jetzt nochmal im Nahen. Ich werde das nochmal kurz umdrehen, weil da gibt es eine Sache, die mich leider ein bisschen stört. So, ich habe den jetzt einmal komplett umgedreht. Also das ist jetzt die Innenseite quasi. Und ihr seht jetzt hier. Oben sind einfach zwei Schichten extra, damit das natürlich nicht durchsichtig ist. Aber das finde ich halt so blöd, weil es dann hier durchsichtig ist. Also ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Ich finde, wenn, dann sollte man es komplett durchziehen und nicht nur da oben, weil man sieht das. Ich glaube, man sieht das jetzt hier, wenn ich das so gegen meine Hand halte. Ich hoffe, man erkennt das jetzt überhaupt. Also hier in echt sieht man es auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall, dass hier ein Strich dann ist und man sieht, dass da die Schicht endet und das finde ich einfach nicht schön. Deswegen werde ich auf jeden Fall zurückgehen. An sich ist der Stoff sehr, sehr schön. Ich finde auch die Träger total toll, aber das stört mich halt und deswegen würde ich das auf jeden Fall nicht behalten. Und dann halt natürlich den Rock. Ich glaube, man kann das jetzt hier sehen. Ich hatte einen komplett anderen Stoff erwartet. Ich ziehe den jetzt trotzdem mal schnell für euch an. Einfach, falls ihr den schön findet und ihr gerne wissen wollt, wie der angezogen aussieht. Ich habe jetzt mal die Kamera ein bisschen runter gemacht, damit ihr den Rock jetzt einmal sehen könnt. Das hätte ich auch bei dem anderen machen sollen, egal. Also so sieht jetzt der lange cremefarbene Rock aus. Ich finde den, das sieht süß aus, ja. Das ist jetzt nicht schlecht. Aber es ist nicht das, was ich wollte und es ist sehr gelblich irgendwie. Ja, es ist okay, aber es ist jetzt nicht das, was ich wollte. Hier hinten hat er jetzt auch noch so einen Schlitz, auch ganz süß. Aber es ist jetzt nicht so meins. So Leute, somit werde ich jetzt das Video beenden. Ich muss mich jetzt auch selber beeilen, weil mein Akku ist einfach schon fast leer. Ich hoffe, euch hat dieses Video, vor allem dieses Format, gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht Teil hiervon bist, abonniert sehr gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keinen Upload zu verpassen. Und lasst mich gerne mal wissen, welches Teil euch gefällt. Wie gesagt, ist alles in der Infobox verlinkt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!